Guten Morgen, willkommen im Dunkelvlog. Heute ist Dienstag, ich bin wieder fit seit gestern oder vorgestern. Gestern habe ich wieder ewig lange Videos bearbeitet oder Videos geschnitten. Einer meiner Auftraggeber braucht ganz dringend ein bestimmtes Video. Dafür meldet sich ein anderer Auftraggeber nicht zurück. Also habe ich da jetzt erstmal nicht so viel zu tun und auch diese Woche keine Zeit für. Heute ist ein ganz schön komischer Tag. Man muss nach der Arbeit noch fix ein Fotoshooting machen, ein kleines. Dann geht's zum Friseur, damit ich die Mütze auch mal wieder abnehmen kann. Und dann muss ich wahrscheinlich den Feinschnitt von gestern machen. Gestern gar grob, heute geht's ans Feine. Tag, sag ich euch. Ist noch so hell, ne? Ja, ich habe eine halbe Stunde früh heute Feierabend gemacht. Ist jetzt kurz nach halb fünf. Kurz nach halb fünf ist es jetzt. Ich werde in 10 Minuten in der Stadt erwartet. Da mache ich ein kleines, kurzes Fotoshooting. Da muss ich jetzt noch gleich meinen Friseurtermin absagen, weil es meiner Frau nicht so gut geht. Da muss ich fix einspringen. Den Termin werde ich einfach auf morgen oder übermorgen verschieben. Meine Auftraggeber haben sich noch nicht zu den Videos gemeldet, also habe ich heute theoretisch frei. Vielleicht gönne ich mir heute auch mal frei. Und gönne mal ein bisschen Ruhe, spiele eine Runde Rainbow Six, mal gucken, was ich mache. Was ich mir eben noch auf Arbeit angeguckt habe, Moment, gleich ist der Asphalt leise. Jetzt. Was ich mir noch angeguckt habe, eben auf YouTube ist das Live-Event von DJI. DJI hat die Mavic Air vorgestellt. Das Licht ist auch doof. Die Mavic Air vorgestellt. Coole Drohne, glaube ich, aber nicht das, wonach ich suche. Also ich bin da schon echt am Überlegen, ob ich die Mavic nicht verkaufe. Da kommt aber morgen ein Paket, um meine Mavic-Situation dank eures Feedbacks zu verbessern. Und wenn die Mavic-Situation, sprich die Verbindungsabbrüche, wenn sich das nicht bessert mit dem Upgrade, was morgen kommt, dann werde ich mir keine Spark holen und keine Mavic Platinum und auch keine Mavic Air. Wobei ich echt cool finde, dass die Mavic Air jetzt wirklich, das ist für mich das beste Feature an der Mavic Air, die hat dann endlich mal 100 Mbit. Im 4K-Codec, so wie mein Sony Alpha 6300 und keine 60 Mbit mehr wie die normale Mavic. Das könnte man schon sehen, den Unterschied. Aber trotzdem, ich habe mal geschaut, die Preise für eine Phantom 4 Pro oder Phantom 4 Plus und so weiter, die sind jetzt auch nicht mehr so hoch. Also wenn ich es richtig gesehen habe, kriegt man so für 1.500 Euro eine schöne Phantom 4. Mit zusätzlichen Akku werde ich mal schauen, ob ich vielleicht mal meine Mavic, falls sich das mit dem Upgrade morgen nicht bessert. Seid gespannt, was für ein Paket da morgen kommt. Wenn sich das morgen nicht bessert, dann werde ich meine Mavic abstoßen für, mal sehen, vielleicht kriegt man 800 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann hole ich mir dafür vielleicht den Phantom 4. Alles andere ist halbherzig. Andererseits würde ich auch die Mavic behalten, wenn sich das jetzt bessert, weil ich fliege so selten mit der Mavic. Ich will dann endlich mehr fliegen, aber in meinen Videos nutze ich die Mavic immer nur für kurze Zwischensequenzen, kleines Intro, da reicht das noch aus. Naja, so, jetzt bin ich auch fast da beim Termin. Fast noch pünktlich. Shooting lief gut,
Bin jetzt zur Apotheke, wie sich für einen guten Ehemann gehört. Meine Frau mit Medikamenten versorgen. Jetzt geht's ab nach Hause und morgen hoffentlich endlich zum Friseur. So kann ich nicht mehr rumlaufen. Schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Gestern habe ich noch Videos geschnitten, wie ihr gesehen habt. Der eine Auftraggeber hatte sich noch gemeldet. Da bin ich jetzt soweit mit durch. Der andere Auftraggeber hat sich nicht gemeldet. Bin gespannt. Naja. Ansonsten muss ich hier für die Firma auch noch ein kleines Video drehen. Gestern habe ich schon wirklich zwei Minisequenzen bloß und ein bisschen Ton aufgenommen. Heute nehme ich vielleicht auch noch ein paar Szenen auf. Ansonsten gleich ist um 8, da muss ich anfangen zu arbeiten. Werde ich mein Käffchen trinken. Steht da sonst noch was an? Ach ja, ich will heute noch die Zeitraffer anfangen. Das von letzte Woche nachholen, wo ich ja krank war. Die Zeitraffer von der Marienkirche. Von heute auf morgen will ich die machen. Zum Test. Bin ich mal gespannt. So, arbeiten. Jetzt geht's fix zum Anwalt. Dann stellen wir bloß fix die Zeitraffer-Kamera auf. Die 40D. Ich habe schon überlegt, die werde ich einstellen auf 4 Bilder die Stunde. Also ja, jede Viertelstunde ein Bild. Dann müsste ich morgen, jetzt richtig gerechnet, 96 Bilder haben. Ungefähr. Das wäre ganz gut. Das müsste passen. Und dann geht's noch ganz kurz zu Werner, meinem Hauptauftraggeber, und muss mir kurz was besprechen und dann ab zum Friseur. Ich bin mal gespannt. Die ganze Kirche kriege ich gar nicht rauf. Ist der Ton so furchtbar, ne? Ich versuche mir nochmal ein billiges Kit-Objektiv holen für sowas. Was soll ich zu verlieren? Ob die Kamera nur zu Hause rumliegt und nichts macht oder hier eine kleine Zeitraffer. Jetzt zum nächsten Termin und dann ab zum Friseur. So, nächster Termin erfolgreich absolviert. Dann mal ab zum Friseur endlich. Ich kriege noch ein Schnipsbild hin. Ich guck mal. So ein Schnipseffekt. So, das geht hier wieder halbwegs. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass das Paket heute gekommen ist und was drin ist, ne? Ich will jetzt mal fix nach Hause, was essen, duschen, die Kleine ins Bett bringen. Und dann zeige ich euch mal, was im Paket war.
geht wieder, ne? Oh, das war ein Tag. Das war eine Woche. Ist gerade mal Mittwoch, bin jetzt schon K.O. Gut. Ich werde mal gucken, dass ich diesen Vlog noch geschnitten kriege. Jetzt habt ihr auch gesehen, was im Paket war. Ich bin gespannt, ob sich die Mavic damit stabiler fliegen lässt. Dass die Verbindungsabbrüche nicht mehr da sind. Werde ich erst morgen testen können, also wenn ihr wissen wollt, was funktioniert hat, wie sich das mit dem Nvidia Shield und dem Mavic fliegt, dann guckt morgen rein. Nee, morgen ist Quatsch, das schaffe ich. Guckt in den nächsten Blog rein, abonnieren nicht vergessen, teilen, liken nicht vergessen und ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Mavic mit dem Nvidia Shield fliegt. Heute habe ich es leider nicht geschafft, da kam ein Software-Update seitens DJI dazwischen. Ahoy.